So, jetzt ist es 20.45 Uhr oder so und ich bin jetzt wirklich 3 Stunden lang rumgefahren, um ein Motiv zu finden, das ich schon lange fotografieren wollte. Das hat leider heute nicht geklappt. Dann bin ich weitergefahren und jetzt bin ich hier rausgekommen. Und wie der Zufall so will, steht genau da hinten, mitten im Wald, aber auf dem Berg oben, ein altes Häuschen und genau das fotografieren wir jetzt. So sieht die Geschichte aus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Mit dem Himmel hinten. Genau, ich mache wieder eine Dreierbelichtungsreihe. So, jetzt mache ich noch eine Timelapse und dann mache ich mich weiter in Richtung Stellplatz, den ich online gefunden habe und von dem ich hoffe, dass ich da eine ruhige Nacht verbringen werde. Ich habe letzte Nacht echt ein bisschen länger gebraucht, um Stellplatz einen passenden zu finden. Den hatte ich dann, glaube ich, um 22:30 Uhr gefunden. Ich habe insgesamt 3 Stück angefahren und ich bin da ein bisschen eher vorsichtig. Also A will ich morgens nicht gestört werden, dann will ich nachts nicht gestört werden. Dann soll es irgendwie abgelegen sein, aber nicht zu abgelegen. Dann soll es idyllisch sein, wie auch immer. Deswegen braucht es manchmal ein bisschen länger. Jetzt hat es geklappt. Ich habe einen wunderschönen Stellplatz gefunden. Mitten hier am Wald mit einer Sitzgruppe und mit Bänken und tatsächlich sogar mit einer Grillstelle, die ich gestern jetzt nicht nutzen konnte, weil ich überhaupt gar nichts zu grillen dabei hatte und wie so oft ich relativ spontan losgefahren bin aus Stuttgart gestern und ja, habe eine schöne Nacht hier verbracht, total ruhig und hier ist es wirklich einfach so idyllisch. Da hat es außer Wald, Wiesen, Bäumen und Vögelgezwitscher und jetzt fangen die Bauern an zu arbeiten, aber jetzt ist es auch schon 7:15 Uhr. Sehr, sehr schöner Platz. So, jetzt hat sich das Wetter dann doch noch irgendwie zum Besseren entschieden und wir sind jetzt weitergefahren vom Südschwarzwald über die Grenze nach Frankreich und sind jetzt im Elsass und sind in den Vogesen, um genau zu sein. Das war jetzt eine gute Stunde Fahrt, bis wir hier sind. Und ja, also die Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier hat es ganz viele tolle Felsformationen auf dieser Wanderung. Einer nennt sich der Hexenfelsen, der kommt da oben. Und Vegetation hier ist richtig, richtig außergewöhnlich, felsig, moosig, mit ganz vielen Gräsern dazwischen. Also so wie man es weder aus dem Schwarzwald noch von irgendeiner
Landschaft, die mir bekannt ist, in Süddeutschland zumindest, die es da so gibt. Schreibt vielleicht mal in den Kommentaren, woher ihr denn so eine Landschaft kennt, wo es im Wald Gräser hat. Also finde ich schon ziemlich außergewöhnlich. So, das war unser kleiner Ausflug zum Hexenfelsen. Und ich muss schon sagen, das ist schon ziemlich mystisch hier. Ja? Also wenn man sich das hier anschaut aus der Perspektive, hier die vorgelagerten Felsen mit dem Moos und dann da hinten, wo das goldene Sonnenlicht noch auf den Baum und auf die Spitze von dem Hauptfelsen fällt, schon eine besondere Location hier, muss ich sagen. Richtig, richtig gut. Also ich bin echt froh, dass wir hergekommen sind. Ich habe lange überlegt, aber das Wetter heute Morgen, habt ihr gesehen beim Aufstehen, das war jetzt nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und hier weiter rüber zu fahren, wo die Wettervorhersage auch dementsprechend besser war, hat sich gelohnt. Und ja, die Vogesen sind auch schon echt so ein ganz eigenes Thema für sich. Das soll jetzt auch in diesem Video nicht zu kurz kommen. Eigentlich war geplant, dass wir im Schwarzwald noch mal sind. Aber wie gesagt, wetterbedingt fand ich das jetzt auf jeden Fall die kleine Spritztour wert, hier rüber zu kommen. Hier gibt es ja noch die wunderbare elsässische Weinstraße mit ganz vielen kleinen süßen Dörfchen, die ganz pittoresk sind. Ja, das fängt um Colmar an und zieht sich bis hoch nach Straßburg. Aber das ist ein ganz eigenes Thema. Mal schauen, ob ich dazu was mache. Wobei ich eigentlich keine Lust habe auf Stadtporträts oder Städteporträts. Das habe ich jahrelang für ein Magazin fotografisch gemacht. Und ich will jetzt einfach bei dem tollen Wetter lieber ein bisschen draußen sein. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Fotowanderungen, habe ich es jetzt getauft. Heute Morgen ist mir das eingefallen. Finde ich ja echt ganz gut. Genau. Und da wird mal das Thema Wandern schwerer wiegen als das Fotografieren, aber auch umgekehrt. Was es bei dem Video jetzt ist, weiß ich nicht. Also der Herweg war ja schon mit ein paar Motiven ganz interessant. Und das hier fand ich jetzt auch nicht so blöd. Obwohl das jetzt alles ungeplant war, muss man auch bedenken. So, ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Es war ein langer Tag, jetzt haben wir es 21 Uhr, die Sonne geht über den Berg unter. Ich habe einen wunderschönen Parkplatz gefunden, mitten im Wald, auf dem ich die Nacht verbringen werde. Und euch danke ich fürs Zuschauen und fürs Mitkommen. Kommentare wie immer gerne willkommen. Sagt mir, was ihr euch wünscht. Ob ihr euch mehr Technik wünscht oder vielleicht mehr Wandern oder präzisere Wanderrouten, wie auch immer. In diesem Video war es jetzt ein bisschen gemischter. Angefangen im Südschwarzwald, enden tun wir jetzt in den Vogesen. Das ist jetzt ein Stück weit naheliegend. In der Regel ist es ein bisschen besser geplant, meine Touren. In dem Fall war mein Plan nicht aufgegangen, so wie ursprünglich angedacht. Ich hätte es aber auch nicht besser planen können. Das war ein Perspektivproblem. Will ich aber auch gar nicht weiter eingehen, weil was wir jetzt an Fülle hier fotografieren konnten, schlägt das ursprünglich geplante bei Weitem. Insofern hoffe ich, dass ihr Spaß hattet und euch die Bilder gefallen. Die zeige ich euch jetzt wie immer am Ende nochmal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf bald. Ciao, ciao.
Musik.